Willkommen zum kleinen Erste-Hilfe-Tutorial zum Thema Alex-Speicherproblem. Wie man am Screenshot schon sieht, es kann vorkommen, dass Alex sagt, das Spiel kann nicht gespeichert werden. Das liegt vermutlich daran, dass Alex entweder aufgrund eines Bugs oder generell, weil es so gewollt ist, anscheinend eine fixe Anzahl an möglichen Savegames hat. Das wird aber nirgendwo explizit angeführt. Also man bekommt die Fehlermeldung, steht aber nicht warum. Also es ist nur eine Vermutung, dass es eine begrenzte Anzahl an Slots sind. In Foren wurde darüber diskutiert, die Zahlen gehen auseinander und es gibt Leute, die sagen, es ist ein rechtes Problem mit Windows, die haben teilweise den Ordner verschoben über das Config-File, höchst aufwendig, bei mir war das Gott sei Dank nicht nötig. Es hat gereicht, Savegames zu löschen. Also ich habe einfach ungefähr 20 Savegames gelöscht. Und es hat wieder funktioniert. Wichtig an der Stelle, man muss, wenn der Fehler auftritt, das Spiel neu starten. Es funktioniert dann nicht mehr, wenn das Problem aufgetreten ist. Wenn man das Spiel neu startet, kann man Speicherstände löschen. Also ich konnte es zumindest. Und es funktioniert wieder alles normal. Man sollte natürlich noch ein Löschen ausprobieren. Also vergesst bitte nicht ausprobieren, das ist jetzt keine Garantie. Und das größere Problem ist allerdings das automatische Speichern. Beim automatischen Speichern wird nicht angezeigt, dass das Spiel keine Autosaves mehr schreiben kann. Das war es bei mir zum Beispiel so, dass ich eine knappe Stunde an Spielzeit verloren habe, weil ich einfach nur F5 gedrückt habe, also Quicksave. Quicksave, Autosave macht das Gleiche. Man sieht das Speichersymbol und es geht weg. Und man glaubt, es hat gespeichert. Es tut es aber nicht. Deswegen kann ich jedem nur nahelegen, in regelmäßigen Abständen normale Savegames zu erstellen. Was ihr vielleicht machen solltet, damit ihr die Maximalanzahl, sofern es eine gibt und das nicht irgendein anderer Bug ist, nicht überschreitet, rotiert die Savegames durch. 3, 4, 5 vielleicht zum Durchrotieren oder mehr, damit man sicher sein kann, das passt. Man kann natürlich auch mehr, also ich habe da jetzt da 87 Savegames drauf. Ich kann nur nicht konkret sagen, bei welcher Zahl das wirklich auftritt. Also speichert es ab und zu händisch, nur damit ihr nicht Spielzeit verliert, falls bei euch das Problem auftritt. In dem Sinne, das war es auch schon wieder. Die Lösung, wie gesagt, sehr einfach. Savegames löschen, vorm Löschen Spiel neu starten, hoffen, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass dem einen oder anderen hilft es weiter. Und ansonsten wünsche ich noch sehr viel Spaß mit dem Spiel. Es macht wirklich Laune. Nur so ein Problem kann sehr ärgerlich werden.